das denn, ey? Vor allem, die war so niedlich. Ja, die hätten mir wahrscheinlich mal irgendwas getan oder so, ne? Ich hätte sie leben lassen sollen. Beim nächsten Mal lasse ich sie leben. Wenn sie dann nicht Rache suchen für ihre ermordeten Freunde. Eieiei. Ja, das ist so, guck mal, so sieht das aus, wenn Lara irgendwie unterwegs war. Ne? Schneise des Todes und der Vernichtung. Was haben wir jetzt hier? Sieht auch so, so Arena-mäßig aus. Das kleine Mädchen aus Jurassic Park fand die auch niedlich und wurde gefressen. Ja. Aber gut, Lara ist ja jetzt kein kleines Mädchen. Lara ist ja schon eigentlich eine Killermaschine, also deswegen. Musst du ja nichts befürchten, oder? Oh! Was hast denn da? Autoschlüssel, oder? Commander Bishops Schlüssel. Ja, gut, Commander Bishop ist nicht mehr. Das tut mir leid. Soll ich es ihm sagen? Der scheint jetzt irgendwie so eher so Nahrung zu sein. Oh, was? Ekelhaft! Ih! Schnell hol dein komisches M-Dings da raus. Ja, nicht Harpune, ist viel zu wenig. Das ist... wo haben wir's? Ja. MP5, los jetzt. Ah! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Okay, das sah jetzt, ja, das sah relativ tödlich aus. Ich glaube, das war's. Oder wir wissen, was wir übernehmen könnten. Granatwerfer. Die Animation war schon echt nice, das stimmt schon. Bringt das was? Stirb doch! Der ist bestimmt eine Kammer vernichten, oder? Okay, Lara wurde zertrampelt. Okay, also Granatwerfer ist echt eine komische Waffe. Also, da wird nur so ganz schlapp so eine kleine Granate rausgeworfen. Also, komm, wir hauen jetzt einfach mit der MP5 drauf, bis er tot ist. Wir können ja mal ein bisschen Leben. Ich glaube, das wäre ganz praktisch, wenn wir uns mal ein bisschen Leben nachrüsten hier. Ich habe noch Munition. Und wie hält er aus? What the fuck? Wie hält er aus? Ich ja lange ballern. Ich baller das alles weg hier, ist mir egal. Also, das können wir gerne machen, bis meine ganze Munition alle ist, ja. So. Okay, er kommt auf mich zu, ich speichere nochmal. Auf einen neuen Speicherstand am besten. So, komm, geh kaputt. Renn! Renn! Auf ins schützende Netz. Nest meine ich. Also mal, ich glaube, den kann man nicht vernichten, oder? Der ist glaube ich unkaputtbar. Ich versuch's trotzdem. Vielleicht gibt's irgendwie eine extra Belohnung für mich. Ich glaub's auch nicht, aber. Weil die Waffe, die ich gerade habe, die ist ja eigentlich relativ stark. Ja! Alter, das war ein Brocken jetzt hier. Meine Fresse. Na gut, war ein Tyrannosaurus Rex, ne?
Das war jetzt hier Adrenalin pur, ich sag's dir. Eieieiei. Ja, Speicherstand 666, das passt ja. Das ist ja schon wie die Hölle. Okay, jetzt geht natürlich die Tür auf, schön. Scheinbar hatte der Tyrannosaurus Rex einen Mechanismus im Körper. So, wer kommt jetzt noch? Jetzt ist die Tür da hinten offen. Yes. Okay, wahrscheinlich rufe ich mit dem Hebel jetzt den zweiten Tyrannosaurus Rex in die Tagesordnung. Hehehe, da freust du dich, ja? Ist halt alles sehr, sehr amüsant hier. Mir tut der arme Commander ja wirklich leid, ne? Aber ich meine, was soll man machen? Das ist. So, Lara, weißt du das eigentlich? Was würde jeder normale Mensch in so einer Situation machen, wenn er weiß, da rennen Dinosaurier rum, unter anderem auch Tyrannosaurus Rex? Nee, ist nur der Kleine. Gut. Ist nur der Kleine. Ja, der ist nicht so. Der schreit genauso schlimm wie Tyrannosaurus Rex. Obwohl der bei weitem nicht so schlimm ist. Den kriege ich auch noch mit normalen Waffen weg. So. Meine Güte, jetzt ist er richtig ab, Mensch. Das ist ja ein richtig actionlastiges Segment hier. Also nicht, dass es mich stört, ne? Ich finde es schon ziemlich cool. So ist es nicht. Ist ja auch mal schön, wenn man nicht wahllos irgendwie durch irgendwelche U-Bahn-Schächte läuft, sondern wirklich mal was zu tun hat hier. So. Gut, also wenn dann ein Gegner kommt, heißt es, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Jetzt haben wir zwei Hebel betätigt. Wieder immer mehr kommen, na klar, ist doch schön. Jetzt kommen wir hier lang. Ach, schön, hier hat jemand extra eine Treppe gebaut für uns, ne? Eine Treppe ins Paradies. Hallöchen. Willkommen bei, ja, beim Tomb Raider 3 Stream. So. Gut. Jetzt wollen wir nur mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Jetzt haben wir das erledigt. Das heißt, im besten Fall geht das wieder zurück und man erleichtert uns das Leben. Sehr schön. Da freue ich mich. Dankeschön. War da nicht ein Medikit auf der ersten Stufe, was? Da war Medikit? Oh. Bin ich blind? Wo war's? Ein Medikit, sagst du. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Da schauen wir uns das doch nochmal an. Nee. Ah doch, du hast recht. Jetzt, aber das habe ich nicht gesehen. Das ist jetzt hier so. Nee, du hast recht. Ja gut, siehst du, ne? Mehrere Augen sehen besser als nur zwei. Das ist. So. Das haben wir auch. Gut, naja, jetzt wollen wir natürlich mitnehmen, auch die Fackeln und sowas. Das kann uns ja nur helfen. So. Das heißt, jetzt müsste sich hier irgendwie. Irgendwie müssten wir jetzt ja hier auch was Neues eröffnet haben. So, gibt's jetzt hier irgendwie was Neues? Erzählt mal, oder nee, nicht erzählt mal, aber zeigt mir mal. So, bei den Typen hat sich da irgendwas verändert, oder? Einer eurer Freunde ist gestorben, das tut mir wirklich leid, ne? Das war jetzt nicht meine Schuld. Ich habe nichts gemacht. Ist hier noch irgendwas? Na, das ist so ein bisschen komisch, dass man hier irgendwie Durchgänge hat. Ja, gut, zwei, ein oder zwei, das ist jetzt ja nicht so wichtig, oder? Also, das müssen wir ja niemandem erzählen, oder? Kann halt mal passieren. Ja, wenn Lara unterwegs ist, dann ist ja eh niemand sicher, ne?
Es ist ja wirklich wahr, es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Ist aber ein bisschen gefährlich mit ihr. Ja, gut. Das ist natürlich blöd. Ich sehe jetzt gerade nichts, dass sich optisch hier geändert hat. Den einen, den Lara trotz, dass du dich vom Dino-Beißen das anvisiert hatte, ja. Ja, das stimmt, du hast recht. Ich weiß nicht, das verschwimmt mittlerweile bei mir wieder alles so, weißt du? Was soll ich sagen? Hier ist ja auch nichts anders, oder ist ja irgendwie eine Klappe hochgegangen, oder. Ich kann da gerne nochmal hochklettern, aber. Hier habe ich das Gefühl, da. Sind gerade ein bisschen auf dem Holzweg, kann das sein? Wenn hier Typen rumlaufen, das ist ja schön für die, aber. Klettern, ja, irgendwie wird es schon gehen. Ich meine, wie gesagt, ich finde es halt sonderbar, dass wir hier lang klettern können. Das muss ja auch seinen Grund haben. Ich frage mich, ob wir vielleicht von der Plattform hier aus irgendwie da hochkommen. Ist auch Quatsch, weil egal, wo wir jetzt hier lang springen, wir werden eigentlich immer wieder runterrutschen, ne? Nee, das ist doch alles viel zu steil. Jo, Mai. Was wollen wir da machen? Lara, ey. Weißt du, du hast doch gute Schuhe an. Kannst du da nicht einfach dich mal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, in den Schlamm rammen? Das einfach mal aushalten. Das ist doch nicht so schlimm. Was soll man machen? Traurig sein? Naja, gut. An dem Punkt sind wir ja noch nicht, dass wir jetzt traurig sein müssen, oder? Also, bis jetzt klappt es ja noch alles irgendwie so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt groß noch. Ich kann sein, dass ich irgendeinen Hebel übersehen habe jetzt bei den Dings, aber. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, hat sich nichts geändert. Also, jetzt gut, jetzt klettern wir wieder hier lang. Wunderschön. Boing, boing, boing. So, jetzt sehen wir das hier. Jetzt landen wir genau da auf dieser sonderbaren Plattform. So. Ja, jetzt haben wir das gleiche Problem wie vorhin. Also müssen wir wieder hinter eine Wand springen. Das ist eine sehr gute Frage. Es würde mich nicht wundern. Und auch erstmal das Genick brechen. Das können wir natürlich auch erstmal machen. Das ist bei Lara auch eine gute Möglichkeit. Aber wisst ihr, ich hab's gewusst. Da ist mal ein Level dabei, wo wir wirklich richtig gut vorankommen. Und dann passiert sowas hier. Dann hängen wir uns irgendwie wieder fest. Ja, das bringt nichts. Ganz ehrlich, Yugi Biene, das bringt nichts, hier rumzuspringen. Das ist sinnlos. Also, wir kommen da nicht hoch. Das war's. Wir kommen da nicht hoch. Ich gehe da jetzt nochmal zurück, weil das war mir ein bisschen komisch irgendwie. Vielleicht ist da irgendwie ein Gebiet, was sie noch geöffnet hat, was ich nicht gesehen habe. Da fragt sie natürlich nur, warum. Jetzt sind wir da ganz am Anfang. Da wollte ich doch gar nicht hin. Aber gut. Mal auch nochmal ganz kurz hingucken. Vielleicht ist das alles so ein bisschen mit Backtracking, man weiß es ja nicht. Das war die erste Leiche. Ja, doch, wir müssen doch den Typen dann das Ding geben, oder nicht? Ist es das nicht? Das will er doch letztendlich haben, oder bin ich da jetzt falsch informiert? Der wollte doch wissen, ob seine Leute noch leben. Kann man sagen, nee, ist tot, das war's. Kann aber sein, dass wir da gar nicht mehr hochkommen. Wahrscheinlich ist das so. Wir kommen nämlich, das ist alles zu rutschig. Kann auch sein, dass das Spiel uns wieder verarschen möchte. Wahrscheinlich ist das so. Nee, man kommt ja nicht zurück. Kryptisch, kryptisch, tralalala. Na gut, dann gehe ich nochmal zu dem anderen Gebiet zurück. Der wird schon. Genau. Ich meine, was soll ich denn sonst zum Beispiel mit dem Schlüssel halt anfangen? Also, das ist halt Commander Bishops Schlüssel. Das kann ich höchstens halt irgendwie dafür nutzen. Also, ich muss schon irgendwie in den.
Also, was ist ja sinnvoll? Ich kann mir halt vorstellen, dass in dem Flugzeug vielleicht irgendwo ein Spind ist oder irgendwas, womit man, wo wir den Schlüssel für brauchen. Das ist halt logisch, aber die Frage ist halt. Na, jetzt sind wir nochmal hier. Die Frage ist halt, ob wir vorher noch irgendwas machen müssen. So. Jetzt sind wir hier wieder hier in der Arena. So, da oben war nichts mehr. Da war auch keine Tür, nichts Besonderes. So, da ist die Leiche. Im Typi. So, das war der erste Hebel. Und da hinten war der zweite Hebel. Das ist schon richtig, also. Lara. Machst denn du? Glitsch ich wieder hier fest. Das war der, genau, das war der eine Hebel, den wir betätigt haben. Ist gemacht. Der zweite Hebel ist betätigt. Und der hat einfach, der müsste eigentlich nur den Dings geöffnet haben, ne? Also letztlich einfach nur die Tür wieder zurück. Das heißt, es muss einen Weg geben in das Schiff, in das Flugzeug. Schiff, ja. Ja, so weit ist es schon. Ich kann nicht mal Flugzeug und Schiff unterscheiden. Es muss einen Weg geben, in das Flugzeug reinzukommen. Von oben, wir haben ja gesehen, dass da eine Klappe ist. Aber die Frage ist halt, wie? Also. Lara. Ich habe keine Ahnung. Erkläre es mir, liebe Laura. Laurent. Das ist alles sehr kryptisch. Tja. Das ist halt das Komische. Der einzige Weg, der irgendwie plausibel scheint, ist halt diese komische Leiter da oben. Diese Sprossen zum Klettern, aber die führen halt nirgendwo hin. Also. Wie oft will ich denn jetzt noch lang klettern? Das ist. Oder es gibt hier noch einen zweiten Weg irgendwie. Aber wie? Also jetzt, wir gehen jetzt mal logisch durch. Wir machen mal eine Fackel an. Es ist so ganz schön dunkel. Hier kann sein, dass wir einfach nur ein Detail übersehen. Vielleicht gibt es ja schon irgendwie was zum Hochspringen. Wir sehen es noch nicht. Nee. Das ist alles zu schnell. Guck mal einer an. Was haben wir denn da? Ah, warte mal. Da ist doch was zum Runterklettern oder irgendwas zum Langklettern. Das sieht irgendwie sehr, sehr bekletterbar aus. Interessant. So, ja jetzt, okay. Da müssen wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt hier langklettern, tatsächlich doch da irgendwie hinkommen, oder? Kommen wir jetzt gleich da raus, da hinten? Aha, jetzt deswegen. Jetzt habe ich nicht gesehen. Siehst du da unten? Das graue Zeug da. Das ist, da kannst du runterklettern. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich jetzt gerade echt nicht gesehen. So, jetzt, guck mal. Ja, okay, wir können jetzt lang klettern, das ist schön und weiter. Geht's hier weiter? Oder was? Was? Wo geht's lang? Was machen wir? Ist das richtig oder ist das jetzt gerade einfach nur ein Secret? Kann auch sein, dass es das einfach nur ein Secret ist. Sieht aus wie Secret, oder? Lol. Was? Okay. Was passiert hier? Wer hätte gedacht, dass es da irgendwie, dass man da langklettern kann? Ey, wir sind richtig, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie wir, was wir jetzt gemacht haben. Okay, ja, wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Ist alles verloren.
Jetzt stecken wir in ein Loch fest. Ah, warte mal. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Kletter mal da weiter lang. Ja, das ist der richtige Weg. Okay. Ja, faszinierend, muss man eigentlich mal sagen. Faszinierend, so. Also teilweise sind ja so die Wege, die man gehen soll, wirklich sehr, sehr kryptisch, ne? Kryptisch, nicht kryptisch, kryptisch. Da muss man erstmal drauf kommen, ey. Okay, das war schon mal falsch geklettert, oder? Vielleicht soll ich da noch gar nicht lang klettern. Ich muss wahrscheinlich warten, bis da die Klappen hochgehen. Und ich muss jetzt einfach waghalsig dahin springen. Wisst ihr? Ah, ich lebe noch, zum Glück. Ah. Ach, ist das schön zu leben. Ob ich da so gerne hin würde, aber da komme ich noch nicht hin. Die Dinger müssen da hochkommen, dann kann ich da lang klettern. Jetzt komme ich dann nicht an den Dings ran, aber hier komme ich irgendwie rein. Aha. Um Hebel. Ach, das ist ja sowas ewig rum. Ewiges zum Rumklettern oder was? Eieiei. Komm ich hier. Ah, ich komme wieder einfach ganz normal hoch. Ohne Probleme schaffe ich das. Na, so soll das doch sein. Ja, gut, dann komme ich hier wahrscheinlich lang. So, dass die Wand sieht wieder aus, als ob ich da runterklettern könnte. So, ja, Katze, kann ich dir helfen? Ah, siehst du, sag ich doch. Ich will jetzt nicht auf die Tastatur drauf treten oder auf meine Hand, weil sonst lasse ich los und dann sterbe ich. Dann falle ich hier in mein Verderben, das will ich auch nicht. Jetzt schön hier zur Seite. Es läuft doch wie am Schnürchen, würde ich mal sagen, ne? Das läuft doch. So, jetzt hat sich das da hinten hochgeklappt. Ja, ist interessant. Kommen wir aber, glaube ich, noch gar nicht wirklich hin, ne? Oh, ja, natürlich muss da unten noch ein Stachelding sein, ne? Ja, ja. Oder auch nicht. Aber ist nicht schlimm, ne? Ich würde sagen, es ist jetzt auch ein ganz guter Punkt, heute mal Schluss zu machen. Ich wollte doch gar nicht so lange spielen. Aber gut, war noch fast 2 Stunden, ist ja in Ordnung. Ja, auf jeden Fall, ich bin echt froh, dass wir hier wirklich weitaus besser und weitaus schneller vorankommen. Es macht auch wirklich einfach dadurch viel mehr Spaß, muss man eigentlich mal sagen, ne? Dass wir nicht ewig da im gleichen Level rumlatschen. Und ja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder streame hier Tomb Raider, aber alsbald, ne? Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Tomb Raider 3. Bis dahin und ciao.